Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Leseliste für den Oktober 2018 geben. Ich habe mir 5 Bücherschätze und einen Manga rausgesucht, die ich unbedingt im neuen Monat lesen wollen würde. Und wenn ihr neugierig seid, welche das sind, dann bleibt doch gerne dran. Ja, Leselisten sind ja immer so ein allumstrittenes Thema. Meine Frage vorab wäre, macht ihr euch eigentlich eine Leseliste oder gibt es das bei euch nicht? Ist das nach Jahreszeiten sortiert oder irgendwie, ja, so ein, ich lese, was mir gerade so in die Finger kommt? Das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Des Weiteren würde ich gerne einmal wissen, ob ihr Lust hättet, dass ich euch nochmal so 5 Bücher zeige, die ich bis Ende von 2018 gerne gelesen hätte. Und wenn ja, dann stürmt mal hier oben hinterm i ab. Ich freue mich auf eure Antwort und ja, würde mich freuen, so ein Video für euch drehen zu dürfen. Kann aber auch verstehen, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Und jetzt habe ich lang genug gequatscht. Es ist ja der Monat vor der Buchmesse. Leider, nochmal für alle offiziell, werde ich nicht da sein. Aufgrund der Schwangerschaft kriege ich das einfach nicht geregelt. Auch zeitlich so nicht, weil ich an dem Wochenende auf einer Hochzeit bin. Und unter der Woche wird mir das, wie gesagt, aufgrund der Schwangerschaft zu stressig. Ich werde mir dann wohl eher die ganzen Messeberichte anschauen. Es ist tatsächlich seit 2013 die erste Buchmesse, die ich verpassen werde. Das bricht mir als bekennende Frankfurt-Messegängerin tatsächlich ganz, ganz arg das Herz. Aber ich kann es nicht ändern. Ich wünsche aber allen von euch da jetzt schon ganz viel Spaß auf der Messe. Lasst es euch gut gehen und wir starten durch mit den 5 Büchern und dem Manga. Ich habe lange hin und her überlegt, welche Bücher ich so lesen möchte und stand hier eben und habe so gedacht, oder das, oder das, oder das. Und ich wollte diesen Monat unbedingt eins meiner Subleichenbücher lesen, weshalb ich mir tatsächlich ein Buch rausgesucht habe, was hier gefühlt schon seit mehreren Jahren steht und ungelesen ist. Es ist eine ganze Buchreihe und ja, ich dachte mir, vielleicht schaffe ich sie 2018 noch, wenn ich jetzt im Oktober den ersten lesen würde und dann jeden Monat eins bis zum Ende des Jahres würde ich die Reihe tatsächlich 2018 noch beenden können. Das wäre so eins meiner Herzensprojekte für dieses Jahr, weil ich schon von vielen gehört habe, dass die Reihe toll sein soll. Einigen von euch da draußen ist sie wahrscheinlich gar nicht mehr geläufig, einfach weil sie schon so alt ist. Ich gucke mal gerade unter den Deckel. Und wenn ich das erledigt habe, dann zeige ich euch auch das Buch selber. Tatsächlich ist es von 2011. Es ist also schon 7 Jahre alt. Es ist die Erstauflage von Flames and Roses von Kirsten White. Lebe lieber übersinnlich aus dem Löwe Verlag. Das war eine Reihe, da habe ich damals irgendwann mal in das Hörbuch reingehört. Und das hat mir unsagbar gut gefallen. Hab sie dann aber aus den Augen verloren und irgendwann wieder für mich entdeckt. Nun stehe ich hier, 2018, habe die Buchreihe immer noch nicht gelesen, was eine, ja, absolute Schande ist. Und jetzt denke ich mir so, ich nehme sie jetzt in den Angriff. Es ist mir schnurzpiepegal, ob sie alt ist, ob ihr sie nicht kennt. Jetzt lernt ihr sie einfach kennen. Mir ist tatsächlich heute aufgefallen, dass es viele Buchreihen gibt, die in Vergessenheit geraten sind und so ist es auch in meinem Bücherregal tatsächlich und deshalb nehme ich mir die jetzt nach und nach vor. So, jetzt halt auch Flames and Roses. Ich bin sehr gespannt darauf, die soll sehr humorvoll, witzig sein, so ein bisschen Fantasy-mäßig mit Liebe gemischt und unsere Protagonistin ist eine Jägerin, glaube ich. Gleichzeitig ist sie aber verliebt und ihre Liebe ist kein gewöhnlicher Mensch, sondern ein Gestaltwandler oder sowas und das bereitet natürlich einige Probleme. Hört sich sehr humorvoll an, soll total witzig sein und ich lasse mich einfach mal überraschen. Und können wir bitte einmal festhalten, dass die Cover ja nun mal ein absoluter Traum sind. Ich liebe sie, alle drei. Sie sind wirklich toll, die sehen klasse im Bücherregal aus. Und aus dem Löwen Verlag hätte ich da tatsächlich noch eine weitere Buchreihe, die ich relativ zügig lesen wollen würde. Das sind diese Bücher um Im Herzen die Rache, also von Elizabeth Miles oder wie die heißt. Da hätte ich auch richtig Bock drauf. Jetzt machen wir aber erstmal mit einer anderen Buchreihe aus dem Löwe Verlag weiter, die ich beenden möchte, damit ich die neue Reihe der Autorin anfangen kann. Und zwar Young Elites. Das Ganze werde ich als Hörbuch hören. Das habe ich mir schon runtergeladen und bin schon sehr gespannt darauf. Der erste konnte mich damals, als er erschienen ist, nicht so gänzlich von sich überzeugen.
Weshalb ich dann beschlossen habe, die Bücher als Hörbuch zu hören. Oftmals geht es mir mit Hörbüchern ein bisschen besser als mit gelesenen Büchern. Wenn mir der dann nicht so gut gefallen hat, finde ich die Hörbücher meistens angenehmer. So auch meine Hoffnung bei Young Elites. Mit dem Bündnis der Rose mache ich also beim zweiten von dreien weiter und danach möchte ich halt unbedingt Warcross lesen, aber ich will mir jetzt einfach mal angewöhnen, nicht so viele Reihen gleichzeitig von einem Autor anzufangen, sondern da schon darauf zu achten, dass es nicht mehr als maximal zwei sind. Ich meine, bei Mary Lou würde ich das jetzt hinkriegen, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Ich habe diese Reihe vollständig im Bücherregal, also beende ich sie jetzt auch erstmal. Das ist so mein Plan. Mal gucken, ob das 2018 jetzt noch gelingt. Das wäre so mein Wunsch, dass ich 2018 noch ein paar Reihen beende, auch wenn ich jetzt da hingucke und sehe, dass da gleich wieder neu angefangene Reihen dazukommen werden. Map. Aber naja, auf jeden Fall steht das hier auch mit auf meiner Leseliste. Ich bin gespannt, was unsere Anti-Heldin hier noch so tun wird, wie sich das Ganze entwickelt und ob es mich dann doch mehr von sich überzeugen kann als eben der erste. Weiter mache ich dann mal mit einer Neuerscheinung aus dem September, die sofort auf diese Leseliste gewandert ist. Ich liebe die eine Reihe der Autoren und hier überspringe ich meinen Leitsatz dann mit nicht mehr als so und so viel Reihen oder erst eine zu Ende lesen und dann die nächste Mal. Denn ich kann es nicht abwarten. Ich habe tatsächlich den zweiten der anderen Reihe nicht hier und kann ihn deswegen nicht hören. Beziehungsweise ich könnte ihn schon als Hörbuch hören, den gibt es halt bei BookBeat, aber ich möchte jetzt erst das hier lesen. Das spricht mich gerade einfach total an. Von V.E. Schwab habe ich hier Monsters of Verity, dieses wilde, wilde Lied und was soll ich sagen, es hört sich so unsagbar toll an. Hier geht's um die Stadt Verity, in der aus den Taten der Menschen nachts irgendwie Monster geboren werden und diese Monster töten dann eben Menschen. Und man kann sich hier eigentlich nur verstecken und ich weiß nicht, was es mit diesem Lied auf sich hat. Das habe ich nicht so ergründen können in dem Klappentext, der bei Amazon steht. Somit bin ich da ein bisschen unvoreingenommen, habe mir das hier hinten auch nicht durchgelesen, sondern lass mich einfach mal überraschen und bezaubern von dieser Autorin. Die kann ja einfach was. Die kann richtig grandios schreiben. Also die vier Farben der Magie haben mich geflasht. Da gibt es kein anderes Wort für, da gibt es keine andere Umschreibung für. Wenn ihr die Möglichkeit habt, vier Farben der Magie zu lesen oder zu hören, dann tut es einfach. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist wirklich toll gemacht, es ist interessant umgesetzt und ich hoffe, dass mir mit Monsters of Verity genau das gleiche passieren wird wie mit vier Farben der Magie. Das werde ich sehen, wenn ich es gelesen habe. Ich berichte euch es dann gegebenenfalls im Lesemonat. Ich hoffe, ich habe mir nicht zu viel vorgenommen. Ich taste mich ja erst langsam ans Lesen ran, aber wir werden sehen. Ein weiterer Beginn einer Buchreihe, den ich ja aber eigentlich schon begonnen habe, nur halt nicht fortgesetzt habe, da ich ihn auf Englisch begonnen habe, ist Spiel der Macht von Mary Rutosky. Das habe ich, wie gesagt, auf Englisch angefangen, habe da das erste Kapitel gelesen und fand es gut. Habe dann aber das englische Buch zur Seite gelegt, weil meine Muße gerade nicht danach stand, an dem Tag weiterzulesen. Und aus diesem Tag wurde eine sehr lange Zeit bis hin zum Erscheinen des deutschen Titels. Nun stehe ich hier mit diesem Buch. Es ist gar nicht so dick, das ist eigentlich ganz schön. Es hat im Deutschen ja nicht mal 370 Seiten, das ist ganz angenehm, also mal so ein dünneres Büchlein. Sollte ganz gut sein mit dem Mix, den ich da habe und auch noch was jetzt gleich kommt, dass ich das gut schaffen könnte, wenn ich alle fünf Bücher schaffen wollte oder möchte oder versuche. Und ja, das wäre total schön, wenn ich das schaffen würde. Ich würde mich freuen, ich bin gespannt auf diese Geschichte, weil mich das Kapitel halt schon total mit sich gerissen hat. Dann war aber eigentlich die Sprache das Hindernis und nicht das Buch an sich, weshalb ich jetzt umso neugieriger bin, was es in Deutsch parat hält, ob es mir gut gefallen wird. Ich werde dann ewig auf den nächsten Band warten müssen, aber das kennen wir ja schon. Wen interessiert es? Ich habe genug andere Bücher zu lesen, fällt mir immer wieder auf. Von daher ist es kein Weltuntergang, wenn ich ein bisschen auf den Folgeband warten muss. Oder wie geht es euch damit? Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare. Wartet ihr und es nervt euch tierisch oder findet ihr einfach auch genug anderen Lesestoff in der Zeit und denkt, ja, okay, warte ich halt ein bisschen. Weitermachen möchte ich mit dem Manga, den ich mir rausgesucht habe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bände diese Manga-Reihe umfassen wird. Es ist auf jeden Fall der sechste von Buddy Go. In Buddy Go geht es ja um die junge Ai, die wahnsinnig gerne tanzt, diese Leidenschaft aber nicht ausleben kann, da sie sich viel zu sehr schämt. Deshalb kommt sie auf die Idee, sich als Junge zu verkleiden und postet dann ein Video von sich auf einer Videoplattform
Und dort wird dann dieser junge Mann, wie hieß er nochmal? Namen vergessen. Er wird auf jeden Fall auf sie aufmerksam und die beiden müssen gegeneinander antreten und da entsteht natürlich dann noch viel, viel mehr als nur dieses Battle. Es ist so schön. Es liest sich auch so wahnsinnig schnell. Ich fange Buddy Go an und gefühlt ist es dann direkt schon wieder zu Ende. Das habe ich bei anderen Manga nicht so intensiv wie bei diesen. Und das macht es einfach noch viel herrlicher und schöner. Und ja, ich bin gespannt, was der 6. parat halten wird. Der 7. ist auch schon hier. Und ich freue mich natürlich ungemein. Bin gespannt und lass mich einfach mal rüber überraschen. Er heißt Hayate. Jetzt sehe ich gerade den Namen. Yes! Und mal gucken, was Ai und Hayate noch so anstellen werden in diesem Folgeband. So, und dann als letztes, einfach weil ich es mir selber die letzten Tage gefühlt schmackhaft geredet habe, schon alleine durch mein Neuerscheinungsvideo und ich gedacht habe, ach, ich habe da noch so einiges von dieser Autorin ungelesen bei mir stehen. Und bevor ich mit gutem Gewissen ein neues Buch kaufen kann, sollte ich das vielleicht eventuell erst einmal lesen. Gesagt, getan, beziehungsweise auf jeden Fall auf die Leseliste gepackt, habe ich mir Love and Confess von Colleen Hoover. Ich habe Love and Confess tatsächlich noch nicht gelesen, obwohl das ja schon eins ihrer älteren Werke ist. Ja, ich bin da immer so ein bisschen drum herum geschlichen und habe gedacht, jo, könntest du ja mal. Hat nur nicht geklappt. Hier geht es ja irgendwie auch um Malerei. Ich habe eben schon gesehen, als ich ein bisschen durchgeblättert habe, dass hier auch so Bilder drin abgebildet sind. Finde ich total cool. Ich bin gespannt, wie sich das gestalten wird. Ich habe keine Ahnung, bei Colleen Hoover kaufe ich einfach wild drauf los und frage nicht nach, um was es geht, sondern ich habe einfach einen Versuch und schaue, ob es gut ist oder nicht. Und ja, so halt auch bei diesem Band oder bei diesem Buch. Ich bin gespannt, ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr Love and Confess fandet, ob das ein eher gutes von ihr ist oder eher ein so mittelmäßiges. Ich werde sehen, wenn ich es gelesen habe und berichte euch dann natürlich auch im Lesemonat. Und auch dieses hat, glaube ich, nicht ganz so viele Seiten, auch keine 400. Sollte also eigentlich alles machbar sein, ne? Mal gucken, wie machbar ich das denn dann doch hinkriege oder auch nicht. Das war sie auf jeden Fall, meine Leseliste. Schreibt mir doch gerne mal, was ihr so lesen wollt, ob ihr Bücher davon schon gelesen habt und wie sie euch gefallen haben. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Bye!